Moin Leute, und heute zeige ich euch mein neues Projekt. Ich hatte ja ein Video vor 2 Wochen hier angekündigt gehabt, dass ich ja ein neues Projekt starten möchte. Und dieses Projekt ist Minecraft. Jawohl Leute, ich möchte auch mal die nächsten Minecraft-Videos hochladen, beziehungsweise auch gewisse Livestreams eventuell machen. Und das Ganze ist natürlich auch kein Projekt, was ich alleine machen werde. Nein, im Gegenteil, ein sehr, sehr guter Freund wird mich dabei unterstützen. Und zwar wird es vor allen Dingen darum gehen, nicht hier in Singleplayer irgendwas zu machen, ne, hier so, hey, wie baut man sich ein Haus? Nein, im Gegenteil, ich bin hier in diesem Multiplayer sehr interessiert, beziehungsweise Spieler sehr leidenschaftlich. Und zwar handelt es sich in diesem Fall um einen Gun-Game-Server, den hier. Da spiele ich tatsächlich sehr, sehr gerne drauf. Wir können auch hier mal drauf joinen. Und im Endeffekt finde ich einfach den Server einfach mega geil. Ich finde den Spielmodus sehr interessant, es macht auf jeden Fall mega Bock. Aber das Ganze mache ich natürlich auch nicht alleine, denn alleine zocken ist, okay, kann Spaß machen, aber wenn man mit jemand anderem zocken kann, ist das deutlich lustiger. Und da hinten läuft auch schon derjenige, der da, ja, mit dem ich zocken werde, den muss ich jetzt aber entmuten, damit er mich überhaupt hört und ich ihn überhaupt höre. Aber ja, auf jeden Fall ist das Godmaster King. Der wird sich aber später umbenennen, wie er eben sagte, aber das kann er gleich auch noch was selbst sagen. Nur zur Info, man hört dich erst jetzt, ne? Oh, ja. Das war vielleicht nicht ganz gut getimt, aber naja. So, also 30 Minuten Präsentation jetzt nochmal von vorne, bitte. Schön, dass ich jetzt auch mal was sagen darf, nachdem Nico hier diese tolle Einleitung gemacht hat. Und ja, ich bin Fehlalarm, auch wenn ich momentan noch einen anderen Namen habe. Was? Aber das sehen wir ja gar nicht hier, das nein. Das kann man ja noch ändern. Ich glaube schon seit 3 Jahren. Ja, auf jeden Fall werde ich dann ein bisschen auf dem Server spielen. Ich bin natürlich auch sehr dankbar, dass wir dann wieder hier schöne Zeiten zusammen haben werden, wie wir es früher mal hatten. Und außerdem werden wir dann auch noch andere Videos machen, in denen wir noch auf Command-Blöcke oder auf irgendeinen Quatsch eingehen. Naja, und das wird bestimmt ja lustig werden. Genau, also dieser Godmaster King oder Fehlalarm oder wie er sich in 2 Wochen auch noch anders benennen wird. Wir werden es erst sehen, wenn er es wirklich gemacht hat. Er ist für einen Teil zuständig, mein Anti-Mate oder mein Mate hier auf diesem Server zu sein, der mit mir fightet, aber vor allen Dingen auch gewisse Tutorials in Minecraft machen. Zum Beispiel Command-Blöcke, aber auch noch andere Formate, die wir natürlich jetzt erstmal nicht verraten, denn soll auch eine kleine Überraschung bleiben. So, kann mir schon zoomen, da ist auch ein Moderator, das ist aber uninteressant. So. Kleine Hafen sind sogar 12 Leute, Dominik. Hier in. Bist du hier? Nein, er ist noch nicht hier. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass wir diesen Server schon oft gespielt haben, wenn er irritierungslos ist. Genau, das System, wie man da auch so schön sieht, ist ganz einfach. Jetzt stellt er sich einfach vor mir. Ich glaube, er hat was gegen meine Eisenrüstung hier. Egal. Auf jeden Fall, das Prinzip ist ja sehr einfach. Die Leute schlagen sich und wenn ihr jemanden tötet, steigt man ein Level auf und kriegt ein anderes Kit. Mit jedem Level kriegst du ein anderes Kit. Und wenn du das Wasser berührst, bist du tot. Und was man jetzt auch gerade im Hintergrund hört, ist zwar ein Maschinengewehr. Also ich nenne es Maschinengewehr, hier ist es einfach eine Ho, aber generell sehr OP. Gut, jetzt genug gelabert. Dominik, wo sollen wir runter mit unserer Anfängerrüstung? Ja. Ja, gut. Naja. Ich würde sagen, wir gehen mal mit einer Enderperle da hinten rüber, oder was? Ja, du hast auf deiner Konten eine Enderperle, ich hier nicht, weißt du? Ich bin ja noch total basic. Ich hab eine. Eine? Ich habe auch einen höheren Einsatz als du. Hallo, ich habe hier eine Vote-Rüstung, ja? Man kann für diesen Server voten und man kriegt eine Rüstung. Wer hätte gedacht? Nein. So. Okay, komm, ich komm, dann gebe ich eine Enderperle und wir gehen da rum. Ja, komm, hier. Eine Pelle ist auch gern hier, ne? Ja. So. Wohin denn? Vielleicht einfach auf die Insel links oder wo ist es? Ja, Insel wär auf jeden Fall eine Option, aber ich find's auch immer cool, dass die Supporter hier auch die Leute hier auch randalieren hier. Man sieht's auch. Der hat aber auch irgendwie ein Kit, der Supporter. Also. Das ist Diamond Kit. Ja, das ist auch gerade voll das Gemetzel da drin, ne? Also da rein würde ich jetzt nicht gehen, da sterben wir. Aber hey, die fighten gerade sehr lange gegeneinander. Oh, jetzt läuft der eine Dia-Typ aber weg. Das ist aber sehr.
Ey Dominik, wenn wir sterben, sollten wir mal einen Schneeball benutzen und diesen Hits like ein OMG töten. Das wäre eigentlich ganz lustig. Aber egal. Wir können ja theoretisch jetzt zur Insel laufen, weil da ist jetzt gerade niemand. So. Und nicht wundern, meine E-Chest ist gerade nur so schön voll, weil ich von meinem Hauptcharakter ein paar Sachen schon runtergezogen habe. Und jetzt steht da natürlich einer, dass wir jetzt die Enderperle doch benutzen müssen, weil, ja, klar. Na gut, Dominik, Insel, let's go. Gut. Du! Genau. Mal gucken, ob ich ein Loch treffe. War dein Glück? Hast du? Ja, ich hab ein Loch getroffen. No way! Wie schaffst du das? Es ist ohne Scheiß! Ja, also, wie ihr seht, Leute, wir sind auf jeden Fall Ultimate Tech Team. Wir haben es nicht mal geschafft mit einer Enderperle, was eigentlich schon Cheaten ist. Ich bin auch tot. Geh durch. Schneeball? Nein! Ein Bogenschützen. Das fängt so gut an. Ehrlich, ins Wasser geschubst. Ja. Das ist natürlich sehr gut gemacht. Ja, okay. Dann, ich habe 6 Schneebälle. Ich würde mal sagen, versuchen wir doch mal direkt einfach mal hier ein auf Arschloch zu machen. Und zwar mit einem Schneeball. So. Oh, ist das sogar Quickie? Ey, es ist Quickie. Es ist Quickie. Ich will Quickie töten. Aber mit dem Schneeball, das ist kompliziert. Ich kann das nicht so gut. Hast du Schneebälle? Wo ja, bist du? Hab ich. Hab hier gerade meinen Kid-User wieder. Auf der Insel. Ach, du hast dich dahin teleportiert. Vorsicht, da kommt einer. Ich komm zu dir. Gut. Dann bin ich jetzt einmal ein random Noob. Und Dominik wird jetzt wahrscheinlich getötet, bevor ich da überhaupt angekommen bin. Da kamen noch ein paar andere Leute. Nein! Miese. Egal. Vorsicht, Dominik, hat einen Bogen. Doch, eine Ruhe. Ja, nein, das ist. Er wirft die Pfeile nochmal. Ach, fuck. Verdammt. Egal, töte ich jetzt den da. Komm her! Stirb! Nein! Oh mein. Ich bin auf der Seerose gelandet. Skill. Warum hab ich keinen Bogen? Krieg man erst später. Schön, dass du mir den Kill geklaut hast. Ja, die haben den Kids geändert. So, jetzt muss ich da rüben hingehen und mir einen Bogen schnappen. Kleiner Drecksack. Quickie kommt! Quickie! Ist okay. Ach so! Frank Kill ist activated. Ja, meine KD wird jetzt auf jeden Fall wieder leiden. Egal. Schütte den. Ich treffe den nicht! Lol, er ist einfach so gestorben. Oh, ich glaube, ich habe ihn abgeschossen. Kommst du mal, Nico? Ich brauche ja Unterstützung. Ja, ich werde hier aufgehalten. Ich würde ja gerne. So, erstmal muss ich hier in dieses Haus reinkommen. Okay. Okay. Das war wohl taktisch gesehen jetzt gerade nicht sehr schlau. Dominik erfahren sich da. Vorsicht, Dominik, auf der Insel ist auch jemand, ne? Oh, hi. Was ist das denn? Quickie kommt vor. Eine Ratte. Auf Heinz. Ja. Ah, oh, ich hab ein Level! Boat! Stirb doch! Ja, ich hab einen Bogen. Nicely. Okay, ich glaube, die überrennen uns jetzt, Dominik. Ich habe aber noch keinen Bogen. Ey, der Tex, glaube ich, oder? Der schlägt die ganze Zeit. Egal, Kill genommen. Easy. Nochmal Kill. Sehr schön. Dann tötet den mal. Du brauchst eigentlich 2 Level für den Bogen. Aber doch schon mal einen Level. Vorsicht, Dominik. Okay, sehr schön. Fuck, jetzt hat schon ein Bogen verschwindet. Okay. Da oben auf dem Dach ist einer. Ja, komm, gib mir die Pfeile. Es ist okay. What the fuck? Der hat eine Ho! Der Supporter! Oh Mann, ich verdrücke mich hier. Das ist. Nein! 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 Lass mich in Ruhe! Ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Mit 1,5 Herzen. Ich bin hier noch auf dem Boot. Aber der Supporter tötet gerade alle mit dieser scheiß Ho. Wenn ihr denkt, die Supporter würden fair spielen und würden darauf achten, dass die Leute ihr Spaß behalten. Ja, manche machen das, aber nicht hier. Aber ich kann jetzt richtig Assassine-like gleich darunter gehen. Oh fuck, er kommt hoch. Okay, ich bin glaube ich tot.
Oh. Nein. Ich hab. Dominik, Hilfe! Der Supporter! Nein! Erst! Oh mein Gott! Ich hab einen Supporter getötet! Ich hab's geschafft! Easy! Der hat mir sogar 12 GP gebracht. Ich bin begeistert. Okay. Dom, ich bin auf der Insel. Kannst du auch kommen? Hier ist gerade einer. Oh fuck, hier kommt noch einer. Autsch. Hast du ihn? Ja, aber ich bin hier auch so ein bisschen gefährdet. Ich versuch zu kommen. Nein, dabei wieder der Supporter. Egal, ich komme zu dir. Hier, der in dem Boot ist noch jemand drin. Ja. Ich kick ihn, der macht rüber. Perfekt. Hey, ich hab Pfeile. Aber kein Bogen. Hast du Bogen? Nee, ne? Okay, dann müssen wir jetzt tatsächlich mit Pfeilen hier alles machen. Oder ich nehme auch zu Aegis eine Rüstung, das geht auch. Aber... Ja, aber ich will ja versuchen, hier im Video einen auf Noob zu machen, weißt du? Dass ich nichts kann, dass die Leute hier kommen, gegen mich kämpfen und dann auf einmal krass verlieren, weißt du? Ja, ne? Aber jetzt kommt natürlich hier keiner. Genau! Und so ist das generell das Prinzip. Man sieht auch ganz schön, dass ja auch recht viele Spieler online sind, 32. Es waren auch nicht das Maximum, was geht. Es waren auch schon mehr Leute hier, aber man kann sich auch zufriedenstellen mit dem, was man hat. Ach, schade, die wollte ich gerade stehen. Boah, die Versuchung ist aber groß. Dominik, du bist zu nah. Ich wiederhole, du bist zu nah. Wie? Wie? Ich bin nah. Du bist zu nah. Oder was? Oh fuck, wie hat er das denn jetzt geschafft? Oh nein, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich bin Daneko. Oh mein Gott, was? Jetzt habe ich dich angeschlagen. Oh mein Gott. Wer hat mich denn... Ach, LOL! Du kleiner Zinker, der aus dem Turm hat mich getötet. Das ist ja absolut frech. Egal. Ich komme wieder. Oh, da hinter dir direkt jemand. Ich schieße ihn einfach an. Nein, er läuft! Nein! Der ist sowas! Oh lol. Ich bin respawned, hab wohl jemanden getötet und jetzt auf dem Weg auch einen, jetzt hab ich wieder Bogen. So macht man das. Lol. Also als Insider-Tipp, Leute. Wenn ihr Pfeile habt, schmeißt ihr ja mal auf den Boden. Also das könnt ihr mit der Faust hier einfach machen. Damit sie nicht mal Gun-Game-Pfeile sind. Denn alles, was hier Gun-Game ist, die spawnt beim nächsten Level natürlich, ne? Damit ihr das nächste Kit bekommt. Aber so welche Pfeile, die spawnen nicht und da kommt jemand, Dominik, und du passt nicht auf. Der versucht zu fliehen. Okay, interessant, interessant, interessant. Weggehen vielleicht, wenn jetzt das Event abhängt. Ja, dann... Erstmal muss Dominik sterben. Oh mein Gott, der hat... Gut. Ich fand, der hat ein bisschen Hex gehabt, aber ich habe ihn trotzdem noch getötet. Deswegen slash spawn. So, und das war's dann auch von uns erstmal als Vorstellungs... Video, was als nächstes auf dem Kanal passieren wird. Ein bisschen Minecraft-Videos, ein bisschen Livestream zocken. Würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall mit dabei seid und mitzocken würdet. Ne? Mit uns, nicht gegen uns, betone ich doch mal sehr gerne. Ansonsten bleibt ja nur noch zu sagen, haut den Like-Button mal so richtig durch. Ich bin raus, euer Bombard. Ciao.